Unbeugsam, im Großmogul des Hundenkartells. Alle nach hinten. Karaga hofft, dass ihr seine Gastfreundschaft genießen werdet. Das seht ihr, diese ganz vielen Hunde, die werden als erstes weggemacht. Dann hinter den Hunden ist so ein Gitter, das wird hinterher hochgefahren, dann kommt da eigentlich der Hauptboss. Nebenbei machen wir mal die Markierungen, wer als erstes weggehauen wird. Sobald der Boss auftaucht, fange ich an. Unser Rancor. Das Wichtigste ist dabei, dass ihr beachten müsst, ihr könnt ja auch ohne Tanks reingehen, weil er ist nicht spotbar. Nebenbei müssen wir gucken, dass wir in der Mitte bleiben, weil er kickt ab und zu mal so gerne. Dann sollten wir gucken, dass wir so auf diesen Positionen bleiben. Weil wenn man hier mal guckt, da ist eine grüne Grütze. Wenn man da reinfliegt, dann ist man tot, wenn man keinen Hexer dabei hat. Mit einem Hexer hat man vielleicht ein bisschen Glück, dass man ihn dann rausziehen kann. So, der Rancor hat Random Aggro. Das heißt, derjenige, der von Rancor angestarrt wird, versucht bitte, den Rancor aus der Gruppe rauszudrehen, weil ansonsten klieft er immer und der verursacht natürlich Schaden. Nebenbei müssen wir natürlich Ads kaputt machen. Die Ads werden mit einem roten Strahl markiert. Werden sie nicht kaputt gemacht, frisst der Rancor sie und er wird stärker. Das sollte eigentlich nicht passieren. In SM, wie wir es jetzt hier gerade haben, ist es absolut nicht so schlimm. Aber solltet ihr trotzdem verhindern. Sie spawnen an verschiedenen Punkten. Einmal hier, wo das DD-Zeichen jetzt ist. Dann hinter ihm. Und dann wenn wir auf den Ad gucken, gerade rechts von ihm. Nach einer Zeit kommen noch Katzen. Die seht ihr rechts und links. Diese Katzen kommen, die sind wieder spotbar. Das heißt, Ri, du kannst dich darum kümmern, dass die Viecher zusammengezogen werden, unterm Rancor gemacht werden und ihnen dann platt gemacht werden. Also mit Flächendamage. Bei 20% werden dann die Raid-Buffs gezogen und gut ist. Gucken wir einfach mal, dass wir einfach so in der Gruppe kuscheln. So, wenn soweit keine Fragen sind, dann wünsche ich uns mal viel Spaß und euch wünsche ich euch viel Spaß beim Zugucken. Gut. Dann dürfen wir anfangen. Wie gesagt, derjenige, der Aggro von ihm bitte hat, das wird den Seals angezeigt, werdet ihn bitte rausdrehen. Genau, das Einstampfen, dann müsst ihr aufpassen, dass ihr von ihm nicht erwischt werdet. Weil das Einstampfen kann dann passieren, dass ihr auf einmal sterbt, wenn er euch erwischt. Während ihr den Debuff drauf habt.
Ältester, was er habt da gefressen? Ist da? Kaputt machen? Gut. Die Katzen werden befreit. Spot auf die Katzen und passt auf. Du ersetzt sie mal ein bisschen wieder in die Mitte. Genau. Katzen machen. Das Ed ist da. Ed machen. So, gleich bei 20% die Raid-Buffs anziehen. Das war der erste Boss. Einer ist schon tot. What the fuck, wieso bin ich das war aber ein Ballhit, oder? Ja, weil er seine Hand abgekriegt hat, weil er noch die Debuff drauf hatte.
Ah, okay. Ich heb dich immer auf. Ich muss gleich, ich muss gleich mal eben was anderes setzen. Wiederbeleben. Ich muss immer Interface-Editor wieder setzen. Stimmt. Gruppe 1 macht bitte Fadenkreuz, Gruppe 2 macht Flamme. Der Rest sind alles da. Dennis, du versuchst bitte dieses Heilen zu unterbrechen bei der Flamme. Und du, Patrick, unterbrichst bitte die Schüsse. Das sind da, also das in Laden, was er macht. Okay, ja? Auch bei der Flamme. Ja, bei der Flamme, genau. Du tankst an die Flamme. Gut, dann werde ich jetzt erstmal Wasserklärung starten. Der Zweiteres bestehen aus zwei Personen, die gleichzeitig fallen müssen. Einmal unser Jag und einmal unser Sorno. Meine Gruppen sind schon eingestimmt, sie wissen, was zu tun ist. Somit werde ich jetzt eine ganz kurze Bosserklärung machen. Also, wenn Sorno nach oben geht, also von der Fläche hier weg, dann steht er oben auf irgendwelchen Zelten, die ihr da so seht. Er schießt dann von oben runter. Das seht ihr dann, wenn so ein lilaner Kreis auftaucht. Aus diesem lilanen Kreis bitte raus. Nebenbei macht Jagd noch, zieht da die Leute ran. Und es kommen solche Druiden. Diese Druiden müssen unbedingt kaputt gemacht werden, weil Jag und Sorno dann die Tanks sozusagen einfrieren. Die müssen so schnell wie möglich platt gemacht werden. Ansonsten drehen sie durch die Gruppe durch. Was natürlich wichtig ist, ihr Tanks müsst euch die Prozentzahl am besten ansagen. So wie Sorno jetzt 10% oder Jag 40%. Das muss unbedingt gleichzeitig fallen. Wenn einer... Gut, sagen wir 2 Sekunden später fällt, ist es auch nicht problematisch, aber wenn er zum Beispiel 4 Minuten oder sowas später fällt, dann geht er in Enrage. Was Sorno noch so kann, ist, Sorno macht, hat 2 Fähigkeiten, einmal eine Heilfähigkeit, das muss unterbrochen werden, und einmal so das Entladen, das muss auch unterbrochen werden. Das tut dem Tank nicht gut, der die Akku vom Sorno hat. Alles andere ist eigentlich nur noch Damage machen und gut ist. Gut. Tanks zählen dann bitte an, wenn alle bereit sind. So, dann kommt er zu den 3. Wir haben auf euch gewartet. Schon eine Ewigkeit. Aber wir werden nach Zeit bezahlt. Also macht es uns nichts aus. Bonus. Und sagt an, wenn ihr zum Beispiel nicht unterbrechen könnt. Achtung, fertig. Ich springe. Los. 80%. So wütend wie ich. Welcher ist denn der Kleine? Na, der Kleine. Sorno ist weg. Sind alle klein. Alle auf Jagd und erstmal auf die Sonden. Und aus den Kreisen raus. Tom, kommst du bitte runter?
nie nachspringen. Das ist auch, sonst stirbt der Boss oben und dann können wir nicht looten. Zeit für Plan B. Was? Wie wir Plan C lieber. Sonne ist auf 40%. Ich bin dran. Ja. Und Jagd ist auf 35%. Sieht aber ganz gut aus. Du bist dran. Ich bin dran. So, die Sonden wieder kaputt machen? Nach dir. Wenn du darauf bestehst. Ich und aus den Kreisen raus. Was bin ich auf 20? 39. Ja, macht mal ein bisschen mehr auf Sorno. Der ist also auf 28, der andere ist auf 18. Guck, dass ihr die gleichzeitig runterhauen könnt. 20% ist angeglichen. Ja, noch also nicht ganz. Jetzt. Okay, gut. Alle wieder auf ihre Positionen. Ja. Ich bin dran. 10. Sieht gut aus. 11. Da nur 9. Ja, ist in Ordnung. Auch 10. Du bist dran. 15. Ich bin dran. Da nur 5. 5. 1. Sano. Und haut weg. Perfekt. Perfekt. Dann sehen wir uns gleich zum nächsten Boss.